Wir sind wieder da, die alten Herren im Supermarkt. Ich glaube, da hinten ist der Bob. Ich hoffe, dass du das hinten bist, ja? Ja, das bin der ich. Mit der Gesichtsmaske, ja. Der Bandit. Ach Quatsch, das ist nur, Deko. Das ist nur Schuss vor dem Überwachungsstaat. Ja. Hast schon alles durchsucht hier? Ja. Oh, hast du gar nicht, hier liegt noch was. Ja gut, die habe ich übersehen. Kompass habe ich auch übersehen und eine Karte auch. Es sei denn, es hat sich zwischenzeitlich wieder respawned. Also ich bräuchte was zu trinken, ganz dringend. Warte mal, dann komm doch mal vor. Nicht dringend, aber... vor dem Supermarkt, ich hab was. Ich stehe direkt neben dir. Ich weiß nicht, ob es hier durch den Boden glitscht. So. Wäre ja blöd, wenn... So. Vor dir. Oh, super, danke schön. Trinke ich gleich mal aus. Mein Bild ist jetzt mal für ein paar Sekunden schwarz, liebe Zuschauer. Ich muss mal kurz die Karte auf dem anderen Monitor machen. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, willkommen zurück. Wir wollten ja nach links laufen, die Straße entlang. Irgendwie trinkt er nicht hier. Ja, du siehst, du stehst auch da wie so ein nasser Pudel. Ach, ich brauche immer noch was zum Baden, ne? Mir ist immer noch hot. Ich verstehe es nicht. Ich laufe in Lederkleidung rum, allem drum und dran. Mir ist nicht warm. Das ist sehr mysteriös. Ich habe eine bessere Durchlüftung. Hast du Luftlöcher in deine Hose geschnitzt? Ja. Du kennst doch bestimmt die Darwin Awards, oder? Ja. Kennst du auch den Kandidaten, der war Schwertschlucker, hat seinen Schirm geschluckt und beim Rausziehen ging der Schirm auf. Ehrlich? Ist er dadurch gestorben, hat den Award bekommen, ja. Okay. Oder der... Ja? Moment. Oder der Herr, der zu viel gasproduzierende Lebensmittel gegessen hat und es geschafft hat, dass der Sauerstoff halt durch die Ausdünstungen und Ausgasungen in der Wohnung so dermaßen gesunken ist, dass er, ja, erstickte. Zum Thema, lass uns mal in eine andere Richtung laufen, weil hier hinten ist ein Truck-Spawn, vielleicht ist der da. Was ich bei Darwin Awards nicht verstehe, wieso heißen die Darwin Awards? Der Charles Darwin war doch ein Biologe oder sowas, der doch die Evolutionstheorie entwickelt hat, ne? Ja. Aber der war ja nicht dumm oder blöd oder so, der war ja richtig klug. Ich glaube, es soll auch keine Beleidigung oder Angriff auf den Herrn Darwin sein, sondern eher auf vielleicht auf die Evolutionstheorie und die natürliche Auslese hin. Ist nicht dumm, die ist doch richtig. Ja, das ist doch richtig, oder? Die wollen damit auch nichts widerlegen oder ihn nicht beleidigen oder wie seine Theorien beleidigen, sondern einfach nur, ja, das als Beispiel nehmen, dass die natürliche Selektion funktioniert. Okay, ja, okay, das ergibt Sinn. Also wir müssen ungefähr einen Kilometer in die andere Richtung nochmal laufen. Wir haben noch einen LKW letzten Mal. Nein, wir sind hier lang gelaufen, um zu suchen. Aus der Richtung kamen, wo wir hinlaufen, aber da keinen gefunden haben. Sind wir noch keinen LKW gefahren bisher? Nein, wir nicht zusammen, nein. Hier war jemand. Oh, Zaun. Warum? War hier jemand? Weil die Tür offen ist. Die kann auch so offen sein. Weißt du, wenn ich die Müllhaufen sehe? Ich habe vorhin an der Arma 3 gespielt, kriege ich gerade echt das Verlangen, die Müllhaufen zu durchsuchen. Oh, ich muss jetzt gucken, ich habe jetzt so viel Dark Souls 2 gespielt, dass ich nicht jetzt plötzlich versuche, blocken und Ausweichrollen zu machen. Genau, block mal, wenn es so mit dich schlägt. Guck mal, alle Türen sind offen hier. Ja gut, da war jemand hier. Ein Poltergeist. Hm. Ich glaube ja fast, dass wir das dann vergessen können mit Truck, aber wir können einfach mal gucken, ne? Ah, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Genau. Nie und nimmer. War das hier schon? Ich weiß es nicht. Du hast die große Karte. Ja, aber da steht leider kein Ortname. War das gerade Zabrut Neu? Ich kann es dir nicht sagen. Gibt es irgendwo Schilder? Sind schlecht irgendwo. Aus, ne? Weil der nächste wäre erst hinter Severograd. Moment, wir waren in Severograd. Ha. Vergiss es, das sind 5 Kilometer. Gut, da laufen wir zurück. Lass uns hinter Severo gerade gucken, da steht auch eventuell noch einer im Steinbruch, ist das. Ja, ja. Das Loch kennen wir ja, ne? Das gute Loch. Ansonsten müssen wir dann nach Chernaya Polana und nach Svetlojarsk.
Oh, da will ich nicht hin. Warum? Ja, waren wir immer so oft. Ja, wir kommen doch bei Novo vorbei. Da können wir nochmal den Turm durchsuchen. Da waren wir auch schon länger nicht. Stimmt, ne? Gute Idee. Das ist eine gute Idee. So. I feel really full. Wunderbar. Und ich bin immer noch hot. Ich bin so hot. Also ich finde ja Militäruniform nicht so anziehend. Ja, es gibt viele, die stehen auf Uniformen. Ivo. Na gut, Ivo. Okay. Joa. Themen? Ja, ach, genau. Ihr lieben Zuschauer, ich habe mir jetzt mal am Wochenende Transformers 4 angeschaut. Ich dachte einmal seichte Unterhaltung. Wird schon irgendwie passen. Der ist ja so grottig, der unterbietet ja sogar den zweiten Teil. Ja, es ist ja echt. Nicht gesehen. Echt mies. War aber schon im Supermarkt da vorne. Sind wir nicht von dem hierher gelaufen? War das der, wo wir gestartet sind? Ja. Dann gehen wir weiter. Ich hab schon wieder so übertrieben niedrige FPS. Das ist echt unglaublich. Bin bei 26 gerade. Ja, ich auch. Bei mir könnt ihr das sehen, ich habe extra mal Fraps gestartet, dann könnt ihr oben die FPS sehen, oben rechts. Das ist nicht gut, sage ich euch. Ah, nimmst du den Fraps-Zähler mit auf? Ja. Schick, schick. Ich finde, das ist auch interessant für einige Zuschauer. Kannst du bei Shadowplay auch machen. Ja, aber Shadowplay nimmt es dann nicht auf, das zeigt es nur an. Kann man das nicht dann permanent einstellen? Ich weiß nicht, ob Shadowplay seinen eigenen Zähler aufnehmen kann, weil Fraps nimmt seinen eigenen Zähler ja auch nicht auf. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass Shadowplay auch endlich mal mit konstanter, gerader FPS aufnimmt. Ja. Constant Betray, das wäre echt super. Ich mache jetzt immer so alle 30 Minuten kurzes Päuschen und starte wieder sofort. Und dann ist das einigermaßen okay. Eigentlich bei... Weißt du, warum es bei dir eigentlich immer gut lief? Fällt mir gerade mal so ein. Ja, warum? Weil du alle 4 GB eine neue Datei anfängst. Deswegen wird es nicht asynchron bei dir. Sicher? Beim letzten Mal war es aber ganz schön asynchron, die letzten Male. Ja, das war das erste Mal, ne? Ja. Davor lief es immer gut. Das war, nachdem ich den letzten Patch für Nvidia geladen habe. Dann ging es bergab. Oh, ein Schlagring, verchromter, vergoldeter hier. Brauchst du noch einen? Ein verchromter Schlagring. Ja, ich sehe, also... Ich bin schon wieder dunkel hydrated, das ist unglaublich. Es geht viel zu schnell weg. Bist du vielleicht auch hot? Wird nicht angezeigt, nein. Lass uns eben mal durch die Bar, vielleicht finden wir was zu trinken. Nicht, dass du uns hier noch dehydrierst. Oh. Teleskopschlagstock. Hier sind die Türen zu bei der Bar. Ja, hier sind Bier, ich pack's mal ein. Oh, ein Kompass. Oh, was zu essen. Ich laufe mal ins obere Stockwerk. Oh, hier ist noch ein Bier auf der Toilette. Nimm mit. Meine Dreaded ist schon wieder dunkelgrün. Nein, meins auch. Ey, ich brauch ganz dringend einen Pool. Und ich war stuffed. Ich war auch stuffed, ja. Ich pfeife mir eben meine Bier rein. Ich pfeife mir meine Bier rein. Nee, das ist Sprite. Mach das. Ich habe ja einen Streichholz gefunden. Wir können zündeln. Yay, lass uns die Stadt abfackeln. Ohne Orange, das ist gut. Oh, immer noch dunkelgrün. Nee, hellgrün. Wunderbar. Also mit Essen kann ich jetzt echt dienen. Das ist gut. Ich bin mal draußen. Ich suche ein paar Autos, ne? Ach, ich hätte schon mal auf dich geschossen. Sag doch früh, dass du draußen bist. Hier oben sind alle Türen zu. Das macht mir gerade Angst. Also laut Patchnotes ist das gefixt, dass die Häuser mit offenen Türen spawnen. Ah, okay. Also dann ist normal, dass jetzt alle Türen zu sind. Wenn Türen offen sind, war da jemand. Und hat vergessen zuzumachen. Hier ist Dünger auf dem Auto. Ist ihn. Das ist extra Additiv fürs Benzin. Machst ein bisschen Dünger rein, dann läuft der Wagen schneller. Ja. Probiert das bitte nicht zu Hause aus. Ich hafte nicht für Schäden in euren Motoren. Oh, da liegt was Rotes. Oh, ein wasserdichter Rucksack, ein roter. Schick das Ganze bitte an www. Ja. Ihr meinst, ich verrate hier irgendwas? Wo steckst du? Ich komme aus der Bar raus. Okay, ich bin auf der Straße. Ich sehe dich. Moment, sind wir jetzt hier in Severograd? Oder wo sind wir hier? Ich bin dir gefolgt, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich auch nicht. Lass uns mal durch die Polizeiwache.
Oh, die ist gut. Da gibt's auch was zu trinken. Ich gehe gleich mal ganz oben aufs Dach und guck mich um, wo wir hier sind. Ja gut, ich gehe in den Waffenraum. Hier war aber auch schon jemand drin. Ich hole mal lieber die Knarre raus. Kein Schimmer, wo wir hier sind, ehrlich gesagt. So, zu trinken findet man ja wenigstens schon mal was. Jemand redet. Hörst du das? Nee, wo denn? Ich weiß nicht, ich habe gerade Stimmen gehört. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich sehe aber niemanden hier in der Nähe. Na, nicht, dass er hier irgendwo sich versteckt. Kann es sein, dass es dein Fernseher ist? Hörst du ihn permanent? Nein, nur wenn du redest. Ja, dann ist dein Fernseher gut, dann bin ich hier beruhigt. Puh. Überraschung! Toll. Okay. Oh, ein Sessel. Lass uns einen Sessel durchsuchen. Ach nee, falsches Spiel. Geht nur in Arma 3, Epoch. Und Orange. Die hau ich mir gleich mal. Nee, hau du dir rein. Nimm du sie. Ich hab was getrunken. Und ich habe genügend zu essen dabei, also bitte bedien dich. Ja, Orange ist ja auch Wasser, ne? Ja, also persönlich, so mag ich keine Orangen. Oh, Orangensaft trinke ich gern. Als Saft, ja, aber nicht, Moment mal, war die Tür eben offen oder zu? Die war zu. Hast du sie offen gelassen? Nee, nicht mal die Seitentür. Da habe ich nicht drauf geachtet. Lass uns mal ein Straßenschild suchen, ich will wissen, wo wir hier sind. Dann lass uns mal links gehen. Wir finden schon eins. Wir sind ja auf der Hauptstraße, ne? Also wie gesagt, Orangensaft trinke ich gerne mal zwischendurch, dann verdünnt mit Wasser. Aber Orangen so mag esse ich nicht. Das ist mir mag ich geschmacklich nicht. Oh, ich mag es schon. Ich mag vor allen Dingen Orangensaft mit ganz viel Fruchtfleisch. Das ist lecker. Oh, ich hasse Fruchtfleisch. Nee. Aber Mandarinen esse ich gerne. Ja, okay, die esse ich auch gerne. Und ich werde mir für Weihnachten, also bald ist ja Weihnachten, dann habe ich auch wieder langen Urlaub, mir einen Mandarinenvorrat anlegen. Okay, hast du was vor? Lesen, spielen, ja. Lesen. Mandarinenfutter und Erdnüsse essen. Ich hoffe, wir sind hier in Severo gerade und das ist hier hinter dem Hügel der Steinbruch. Ach komm, wir lassen uns überraschen. So, liebe Leute, wer von euch hat ab Weihnachten auch noch lange, lange frei? Hebt die Hände hoch. Hey! Wie ihr seht, hebe ich meine Hand nicht hoch. Ich muss nämlich arbeiten. Ich muss 4 von 5 Feiertagen arbeiten. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo der Steinbruch ist. Wacht's mal ab. Oder ich bin gerade ganz woanders gedanklich. Kann auch sein. Hinter dem Hügel da hinten müsste er kommen. Hinter dem Horizont geht's weiter. Wahrscheinlich, ja. Weiteres Thema fällt mir auch gerade ein. Aktuelles Wetten, das letzte Folge lief gestern Abend. Also, wenn das Ding hier veröffentlicht wird, dann natürlich etwas später zurück. Also, ich habe es mir gar nicht erst angesehen. Aber ich muss auch sagen, mein letztes Wetten, das, was ich gesehen habe, war, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Da gab es, glaube ich, noch die D-Mark. Das ist lange her. Ja. Und ich habe mit einem Lanz einmal Wetten, das geguckt, aber da war diese Miss Piggy dabei und die mag ich überhaupt nicht und seitdem habe ich es nicht mehr geguckt. Ja, also der Lanz, also viele geben ja dem Markus Lanz die Schuld dafür, dass das Ganze, okay, wir sind hier falsch. Dass das Ganze ja den Bach runterging, aber der Lanz, der sollte eigentlich, ja, der hatte keine Chance, das Schiff zu retten, dennoch hat er sich einige Kapriolen und böse Schnitzer echt geleistet. Sag also ich schiebe die Schuld auf Cindy von Marzahn. Also, schönes Beispiel. Es war jetzt ein blinder Mann, der wollte eine Wette machen. Und dann sagt der Lanz dem Publikum, da gibt er dem Blinden noch eine Sichtschutzbrille und sagt, keine Panik, er ist wirklich, wirklich blind. Ein bisschen diskriminierend, der Herr. Tja. Bulli und Otto haben dann noch eine Abschiedshymne auf Wetten, das und Lanz gesungen, die
kein gutes Licht am Land gelassen hat. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute aus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.